Jo, und hier ist wieder euer Jockel. In meiner kleinen Hütte, viele Meter unter der Wasserlinie. Ja, dann sind wir nun hier und ihr dürft dabei sein, wie ich wieder Steine klopfen gehe. Ja, es wird wieder Zeit für Steine. Steine, viele Steine. Es sind gar nicht mehr so viele Steine da. Naja, gut. Da hat wohl jemand ein bisschen weitergemacht. Naja, gehen wir mal runter. So. Hab ich das hier? Dieses habe ich, glaube ich, schon gezeigt, ne? Hier diese, einmal dieses, ne, dass man von unten gucken kann, einmal da rumgehen kann, da oben ist kein Creeper. Gut. Ja, das habe ich euch bestimmt schon gezeigt. So. Hier haben wir auch noch ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Die Abstände sind zu groß. Und ich muss weiter bauen. Ja. Ich bin bautechnisch weitgehend an mein Ziel gekommen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier unten. Hier irgendwo ist eine Hexe. Aber macht nichts. Wir machen das hier mal jetzt weiter. Und das ist nicht der Stein für Stein. Guck mal, hier habe ich extra einen Spalt gelassen. Das wird für was ganz Spezielles. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, glaube ich. Ich kann den mal abschlagen, nicht rein. Gut. Oh no. So. Die Musik ist schön, ne? Oder? Die Musik ist nicht zu laut. Ja, achso, warte, ich gucke. Ich lasse hier mal ein bisschen, dass ihr die Möglichkeit habt zu gucken. Also, so sieht es jetzt aus. Leider ist es oben Nacht. Könnt ihr schön das Wasser nicht sehen. Ja. Wir haben jetzt hier so eine Treppe. Einmal so direkt runter. Und hier wurde es dann halt zu eng. Das ist scheinbar dann nicht symmetrisch. Das wieder das oben ist nicht symmetrisch. Hier der Ausgang. Ja, ich glaube, das oben ist nicht symmetrisch. Die Halle hier wahrscheinlich schon. Obwohl diese Einbuchtungen hier. Hätte man vielleicht auch noch wegmachen sollen. Aber es sollte so ein bisschen, ne? Weil hier ist der Berg da oben. Das ist so noch ein Berg, den wollte ich nicht zusätzlich abtragen. So. Genau. Deswegen ist es jetzt so. Und hier kommt jetzt halt. Hier bleibt so ein Graben. Das ist für was Spezielles. Wenn man die Folgen kennt, da habe ich es bestimmt schon irgendwo verraten. Aber da es ja nur eine Minderheit ist, die meine Folgen wirklich gucken schon. Und dann auch noch vollständig zu Ende gucken. Das ist dann auch noch mal geringer. Na? So. Ja. Dann machen wir es hier. Ne? So, ich glaube, meine Videos werden so übrigens jetzt gar nicht mehr gefunden, seitdem sie das Algorithmus geändert haben und auch mit der Monetarisierung und solche Sachen. Ne? Genau wie ich das gesagt habe, wer nicht monetarisiert wird, wird auch schlechter gefunden. Ja, natürlich. Die lassen natürlich die Leute... Die erfinden, die ihr Werbeeinnahmen bringen, nicht wahr? So, ich bringe natürlich null Werbeeinnahmen, weil ich ja nicht mehr monetarisieren darf. Was ja Suse schon vorher schon ein bisschen eingestellt hat. Weil das ja. Weil eh zu wenig Zuschauer sind und die wenigen Zuschauer sollten die auch, auch gar nicht mehr mit Werbung belästigt werden, dann macht das auch gar keinen Sinn. Na, so gesehen. Das ist ja auch okay, aber was mich eben halt stört, dass man dann auch automatisch schlechter behandelt wird. Das heißt, man hat auch noch geringere Chancen, auch irgendwann mal auf den grünen Zweig zu kommen, dass man dann wieder genug Zuschauer hat. Und somit wieder auch leichter zu finden. Das ist aus dem Teufelskreis, ne? Das ist reine Glückssache jetzt, wenn man mich hier aufruft. Hier so ein bisschen lichten. So, ich brauche noch ein paar. Ich habe noch. Ja, das ist eine spannende Geschichte hier. Oh, hier fehlt noch ein Stein. Habe ich noch einen normalen Stein? Nö. So eine Kacke. Das ist doof. Ein Stein fehlt jetzt. So, egal. Plupp, machen wir zu. Ist ja auch nicht so schlimm. Man sieht das ja nachher so nicht. So. So, ich hoffe, der Gong im Hintergrund stört nicht. Der schreit ja wieder sehr laut hier. Macht der Lärm, der Typ. So.
Heute wieder Freitag, Livestream-Tag von Gronkh. So, ich nehme wieder ein paar Videos auf, obwohl ich aber noch Videos auf Speicher habe und ich bin ja wieder runter reduziert auf einmal die Woche. Ja. Mir ist einfach die Luft raus, ganz ehrlich. Man hat dann schon so einige Minuten Arbeit, obwohl ich das ja auch schon sehr sparsam mache. Also ich, ne, bei mir ist nichts mit fetten Intro und die Thumbnails sind alle festgelegte Standardbilder, die sich auch kaum ändern. Selten, gar nicht. Die haben wir einmal gemacht und dann bleiben sie und so. Oder nimm einfach Standardbilder von den Spielen selbst. So. Eben halt, dass man das Spiel erkennen kann. Ja, so. Weil die Zeit für jedes Mal für angemessene Thumbnail für die entsprechende Folge zu machen, das bringt nichts. Und rentiert sie einfach auch nicht. Von der Zeit her einfach. Das frisst viel Zeit und dann eben halt danach die 5 Aufrufe zu bekommen. Ja. Das ist nicht die Arbeit wert. So. Na gut, für die 5 wäre es schon natürlich die Arbeit wert, klar. Also wenn wir jetzt ein bisschen arrogant zu sagen, die 5 hätten das gar nicht verdient, eine schöne Thumbnail zu bekommen. Natürlich, aber es geht um die Zeit halt, ne? So. Ja, ich muss noch was Passwort machen. So. Und hier muss noch einen Zaun, den habe ich Zaun mitgenommen, natürlich nicht. Ist alles fertig? Ja. Okay, dann holen wir noch ein paar. Machen wir noch ein bisschen. Haben wir hier noch ein paar Steine fertig gebrutzelt? Jupp, das läuft. Wir könnten aber auch noch Bruchstein nehmen, damit wir das Ding hier gleich wieder voll machen können. Guck mal, da haben wir was raus. So. Zack, und rein damit. Oh, da ist aber keine Kohle mehr da. Ups. Da ist auch zu wenig Kohle. Na, dann gut. Haben wir noch solche Steine am Start? Wir haben die hier noch. Die nehmen wir mit. Stein, nehmen wir mit. Sag nochmal Stein, nehmen wir mit. Stufen brauche ich jetzt nicht. So. So. Machen wir eben fertig hier, schwupp. So, schwupp. Und schwupp. Siehst wohl. Jetzt machen wir noch ein paar Steps klar. Wir brauchen viele schwupp. Und schwupp. Auch nicht mehr so viele, ne? Und schwupp. Schwupp. Okay, ein paar behalten wir noch da aus Reserve. Okay, dann haben wir es mal wieder viele. Ja. Puh. Ich weiß auch nicht so genau, was wir da bauen wollen. Ich habe mich vor, da was. Ich möchte mit jemandem was zusammenbauen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mit den Delge oder mit den Teufels-LP sein. Weiß ich noch nicht so genau. Bin mir noch nicht sicher. Ja. Entschuldigung, Mann, ich bin so müde. Ich muss immer so Spätaufnahmen machen, geht nicht anders. Hier runter muss ich doch nicht durchs Bett. Ach, Zaun wollte ich mitnehmen. Zaun, sag doch mal was, ich muss Zaun mitnehmen. Hier machen wir fertig. Zäune? Nee, Tore, ich brauch Zaun. Eichenholz. Stufen sind Holzlabs, aber kein Zaun habe ich hier am Start. Doch, hier sind Zäune. Ja, alles klar, gerettet. So. Okay. Was soll ich da Gitter machen? Jetzt nochmal einen Zaun hin und dann können wir dann später entscheiden, ob wir da dann vielleicht doch Gitter nehmen. Keine Ahnung, was besser aussieht. Zack. Da haben wir es. Warte mal.
Hier möchte ich... hier möchte ich gerne... So. Wir gehen hier so einen Block haben. So. Hm. Dann muss ich hier allerdings auch so einen Block setzen, ne? So. Und da fangen wir auf ab. Ich muss hier auch einen Block hin. Das artet jetzt aus. In so ein Blockchaos hier. So. So. Okay. Und dann muss ich hier in der Ecke wieder auch einen Block haben. So. Das sieht dann einfach besser aus, glaube ich. Ja. Und hier überkommt natürlich Fackeln hin, dass so gut ausgeleuchtet ist hier. Hervorragend. Sehr gut. Mal sehen. Ah, kann man so machen, oder? Ja. Würde ich sagen. Wir machen das einfach so. Ne? Erstmal so. Solange wir hier noch nicht sind. Ja. Oh, schön. Das Wasser ist schön wuppert. Das finde ich toll. Ob die fein, finde ich geil. So. Die Schatten wandern, herrlich. So. Boah, wie ist es jemandem gelungen, meinen Minecraft-Account zu hacken? Auf jeden Fall war das. Warte, ich kann Zugriff mit meinem Standardpasswort mehr. Ich muss mein Passwort zurücksetzen. Zum Glück konnte derjenige. Schon muss er ja gekonnt haben, mein Passwort zurücksetzen. Also anders. Aber ich verstehe es. Ich habe da so diese Sicherheitsfragen. Aber die hat er mir auch nicht gestellt, dass ich mein Passwort zurückgesetzt habe. Wenn ich so recht überlege, ist da irgendwas nicht in Ordnung mit der Sicherheitsabfrage von Mojang. Da muss ich jetzt mal meinen zweiten Account checken, ob der noch heil ist. Stellen, ne? Dass hier nicht so dunkel wird hier. Machen wir mal. So. Ne, weil wir systematisch die Fackeln hier abbauen. Wäre das dann doch nachher ein bisschen schattig hier? Ja, du nicht. So. Ja, ist endlich geschafft. Da war viel Zeit investiert, um hier runterzukommen. So. Weg. Zack, 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 zack. Huch. Haben wir. Das ist toll. Und die Musik ist scheiße. Skip, 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 skip. Wo mehr skippen? Ich habe hier nichts zum Skippen. Ich kann nur Pause machen. Ich kann aber nicht skippen. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Naja, gibt's in der Folge Ende. So, ich mach die Reihe hier noch. Gut, da war's. Da ist sie schon zu Ende. Na, wunderbar. Alles klar. Ja, gut. Ja, da habt ihr so ein bisschen den Bauerfolg gesehen. Wir sind also hier unten. Es wird hier dies alles mit Steinen ausgeklopft. Das wird wahrscheinlich wieder offscreen passieren, weil damit kann ich euch nicht den ganzen Tag belästigen mit den Steine setzen. Braucht diese Steine klopfen und wegsprengen, das ist alles zu langweilig. Das kann man mal machen, aber doch nicht dauerhaft. Ich hoffe, dass ich bei nächsten Aufnahme ein anderes Bauprojekt mit euch angehen kann. Sprich, halt Behausung, die wir hier unten platzieren. Ein bisschen übertrieben. Fackeln hier gerade. Kann man damit übertreiben? Ich weiß es gar nicht, ob man damit übertreiben kann. Ich glaube nicht. So. Ja, ich muss, ist ja schon bedrohlich. So. Okay. Oh, was ist das denn? Das ist falsch. Slabs. Dann bleiben wir Slabs. Kosten günstiger, ne? Wir sparen hier Kosten. So. Ja, gut. Ich baue mal hier so ein bisschen weiter. Dann macht er auch eine Pause, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mich wohl so ein bisschen ein paar Minuten. Huh?
Mikrofon zuschauen. Wie ihr hört, ich bin auch total müde und muss ins Bett. Das wird dann im Laufe von Gong passiert. Gong macht ja meist ein bisschen länger, deswegen nehme ich ihn sicher. So. Okay. Ja, dann habt ihr wohl, wir haben eine kleine kurze Folge Minecraft. Macht ja auch keinen Sinn, eine lange Folge draus zu machen, weil im Moment passiert nicht viel. Und ich bin alleine und als Alleinunterhalter bin ich sowieso eh nicht so gut. Hopp. Und ja, ich denke vielleicht nächste Folge gemeinsam mit jemand anderem, dass ich alleine bauen muss. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Ja, also, naja, die besten Grüße hier oder, ne? Aus dem Wasser heraus zu euch nach oben, Tageslicht. So, ja, alles klar. Tja, was soll ich denn so sagen? Aber wie gesagt, ihr könnt Bauvorschläge auch gerne posten. Wenn möglich, dann mit Konstruktionen, Plänen oder Videos zu den entsprechenden Bauten, weil an geschriebenen kann man das ja schwer deuten. Ne? Also, ihr müsst ja schon eine Grafik, Video, Foto, Skizze oder so bereitstellen, aber. Ich kenne ja meine wenigen, die haben natürlich wenig Zeit, das zu tun. Aber wenn das dann doch ein oder andere mal Muße hat, das tun zu wollen und spezielle Wünsche hat, ein Bauwerk haben möchte, das hier unten auch gut hinpasst natürlich. Das muss natürlich unten hinpassen. Dann soll er das posten. Alles klar. Ja, und ich bin nochmal weg und ja, und wünsche euch allen schöne Tage. Ich hoffe, das Wetter ist deutlich besser als. Was ist das? Ist weg. Das war das. Was wahrscheinlich nur so eine Lichtspiegelung, ne? Ist da noch was? Was ist das? Hä? Das ist nur Licht, ne? Ja, es ist Licht. Alles klar, es ist Licht. Alles klar. Es sieht aus wie ein Text, der da so an der Wand steht und wegschwebt. So, alles klar. So, ja, dann gehe ich mit euch zurück und dann, beende ich die Aufnahme. Ne? Wir können auch mal wieder irgendwie eine Höhlentour machen oder was auch immer. Oder überhaupt eine Wandertour. Das könnt ihr natürlich auch wünschen. Ob ich es dann mache, weiß ich noch nicht. Aber wünschen könnt ihr euch das natürlich. Und eure Wünsche sind mir fast Befehl. So, alles klar. An dieser Stelle schließe ich hier meine schönen Unterwasserbehausung ab bei meinen Hundis und meiner Workroom. Und was ist das für ein Raum? Das hat einen Raum ohne Namen. Ja, alles klar. Ich bin weg. Ciao, euer Jörg.